Habe ich alle? Nein, einer ist noch. Vor allem, ich soll immer meinen Leuten helfen, dabei können die mir mal helfen. Ich mache hier mal alles alleine, ey. Hinter den Tank! Grüß dich, Hitman. Wir müssen sicher zum Hangar! Kastatri? Sorry, das kannst du nicht richtig lesen. Chat ist so klein. Ist auch schwierig, ja nebenbei so viel zu lesen, wenn ich am Zocken bin. Marania. Möchtest du nicht eigentlich, meintest du nicht eigentlich Marsianer? Ja, gut. Vorher alles durchlesen, dann antworten, Daniel. Schreibe ich mir auf die Kappe. Du kannst reingehen, Reyes. Wir warten oben und geben ihnen Deckung, bis sie drin sind, Sir. Was soll ich denn reingehen? Verstanden. Gator, ich gehe rein. Senden Sie Vögel zur Evakuierung des Trupps runter. Roger, schicke sie sofort los. Ach, hier rein. Okay. An alle Stationen, 1-1, rück zum Ziel vor. Verstanden, pass auf dich auf da unten. Der sollte hier bestimmt nicht draußen sein. Pock. Hängt ganz schön fest in der Luft. Kurios. Oh. Was zum... Wie hat der mich denn getroffen? Über Kopf oder was? So, nu? Official Konseko Fanbase. Bestes Let's Play auf YouTube, ja. Genau. Man erkennt die Qualität in dem Sinne, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Ich hab alles, oder? Aber warum wird mir auf dem HUD nichts markiert? Guck, guck. Commander, je schneller sie verschwinden, desto besser. Der Luftraum ist ganz schön voll. Okay, also verschwinde ich. Ich weiß zwar nicht, was ich hier eingesammelt habe oder so, aber... Hui. Hallo? Leute? Hilfe? Warum? Was ist hier los? Ich hab doch alles gemacht. Patrouille, bla bla bla, Hangareingang erreicht, stehen Sie den STF-Prototyps Skelter. Nicht bekloppt? Ach man. Soll ich hier einsteigen oder was? Kann ich nicht, ist kaputt. Ach hier. An alle Stationen! Bingo mit dem Prototypen! Doch einsteigen. Dann rein da und starten! Wir haben hier draußen einen Luftkampf! Bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg, okay. Ich komme hier noch nicht raus. Okay, alles klar. Aus nächster Nähe, kein Ding. Raider hat das Ziel verlassen und ist auf dem Weg zur Basis. Haben Sichtkontakt. Da sind viele Feinde. Formieren und angreifen. Roger. Wir haben wohl Staffelanführer hier draußen. Bestätigt. Schießen wir sie ab. Verstanden. Scar 2, hier sind Asse. Wachsam bleiben. Von rechts, Viva, von rechts. Rakete her. Ethan, hier ist der Captain. Hörst du mich? Überwache die Aktivität der Waffen der Cerberus. Verstanden? Nein, Sir. Werde Meldung erstatten. In Bereitschaft. Attack. Feindliche Erfassung. Kontakt. Gefahr. 8 Uhr. Greife an. Er schlägt hart.
Ziel Backbord! Er hat mich erfasst! Greife an! So viel Täuschkörper kann er gar nicht haben. Hat er aber. Bam! Einer ist weniger! Wenn ich rechte Maustaste drücke, dann fliegt er einfach nur hinterher, oder was? Ist ja auch geil. Ziel auf 12 Uhr! Staffelanführer abgeschossen! Guter Abschuss! Meine Maustastivity ist zu niedrig! Oh! Verstanden! An alles Gas! Die Luftabwehr der Cerberus ist aktiv! Wachsam bleiben! Da ist doch nicht zu fassen! Er schlägt Haken! Haha! Feindliche Erfassung! Hoppala, hab ich also in das Schiff getroffen. Das gegnerische. Ziele, 7 Uhr! Der Schiffstemperatur steigt. Willst du mich verarschen? Er hat mich erfasst! Gute Abschüsse! Wir haben einige von ihrer besten Liste erwischt, Reyes. Ja, sie werden trotzdem weiterkämpfen. Captain, wir haben ein Problem. Raus damit! Die Cerberus hat wieder volle Energie. Sie laden die Railgun. Alles Gas zur Basis zurückkehren. Gator, Angriff auf Cerberus nach eigenem Ermessen. Ich muss also auch zurück. Schnell zurück. Sir, noch 20 Sekunden, bis die Waffen der Cerberus aktiv sind. Sie versuchen, die Retribution zu erfassen. Rein da, bin schon da, Leute. Gehe runter. Captain an Bord. Komm schnell rein. Brücke, springen, sofort. Wir sind alle gesund, ja. Ja, Ritwan, ich bin leider... Leider ziemlich oft online, eigentlich zu oft online. Das liegt aber auch daran, was momentan eine hohe Frequenz an guten Spielen draußen ist. Die ich alle persönlich auch selber spielen will. Josi. Wetten, die dachten, sie wären da draußen sicher? Versteckt in diesem Felsgürtel? Da, wenn man ganz genau hinguckt, kann man sehen, wie sich der Bildschirm in meinen Augen spiegelt. Alles klar. Die STF Cerberus ist endgültig außer Gefecht, Sir. Ausgezeichnet. Ja, das habt ihr alles nur mir zu verdanken, weil ich so ein tighter Dude bin hier. Alles kaputt schieße. So, Schiffsangriff. Man könnte auch mal wieder so einen Einsatz machen, wo man landen muss, ne? Sir, die Operation Feuerwasser soll auf dem Saturnmond Titan durchgeführt werden und bedarf sofort unserer Aufmerksamkeit. Operation Grabräuber organisieren. Teile von einem Schrottplatz außerhalb von Pluto geborgen. Sie haben einen Zerstörer mit einer kleinen Skelterstaffel im Einsatz. Wenn wir jetzt starten, erwischen wir die Schiffe und holen uns die Beute. Wir brauchen so viel Schrott wie möglich. Fette Beute. Mein Fuß ist eingeschlafen. Oh. Schon wieder? Ich habe doch extra einen Auftrag genommen, wo ich mal nicht fliegen muss. Jesus. Bei einem Überfall auf die SDF erbeutete Energiewaffe, die für Waffensysteme eines Jackets umgerüstet wurden. Ja, die war jetzt aber nicht so geil, fand ich. Ach, ich nehme es einfach mit. Der Cleaver ist zwar weniger, ja super, scroll doch einfach hoch, ist zwar weniger leistungsstark als die Standardkanone, hat aber eine beeindruckende Schussrate, überhitzt nicht so schnell und beansprucht die Waffensysteme Shackles weniger. Na gut, dann nehmen wir die doch mal mit, ja, was ist denn da los? Rumpfverbesserung ist immer gut, weil das ist immer sehr oft der Fall, dass ich hier schnell hops gehe. Der Lauch streamt wieder, Micha, grüß dich! Reinkommen und gleich erstmal rumstenkern, ja? Unglaublich. Unglaublich. Da kommt es wirklich drauf an. Wir dürfen der SDF nicht unsere Ressourcen überlassen. Ich glaube kaum, dass sie mit uns teilen werden. Verstanden.
Captain, SDF-Skelter haben bereits ein Perimeter eingerichtet. Sie werden uns direkt nach dem Eintreffen angreifen. Roger, weitere Daten zum Schrottplatz? Viele Trümmer, nicht viel Platz für Luftmanöver. Klingt nach Spaß. Gut, nächste Quest wird die Hauptquest sein. 1-1, okay. 1-2, okay. Ska 1, alle startbereit. Verstanden. Start in 3, 2, 1. Den Mann habe ich diesmal ausreden lassen beim Start. Er hat noch gesagt, 3, 2, 1 sind los. La 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 la. SDF-Zerstörer voraus, haben Sichtkontakt. Retribution zurückbleiben. Ab hier übernehmen die Scars. Verstanden, Sir. Gute Jagd. Dann mal rein, der Raider. Skelter sind das Primärziel. Wir dünnen sie aus und greifen den Zerstörer an. Verstanden. 1, 2, eröffnet das Feuer. Ja, Bums. Hab ihn. Der erste ist schon mal weg. Zeitbedrohung 3 Uhr. Oh, da war ich gerade fast weg. Aber mit Raketen die Skelter werden weniger. Treff sie weiter. Mit Rakete geht's ganz ein bisschen schneller. Warum werde ich von hinten beschossen? Geschütztemperatur steigt. Er schlägt Haken! Ah, oh. Das war knapp. Ich wollte durch diese Röhre fliegen, Raider, eindeutig. Alter! Bin ich jetzt gegen den Trümmer geflogen, oder? Alter! Mir egal, ich sehe hier gar nichts. So, ich muss jetzt mal. Räumen wir auf! Aha, er schießt ja also durch die Trümmer durch, weil er mich veräppeln. Gegenmaßnahmen! I got this. Ziele, 12 Uhr. Angriff. Geschütztemperatur steigt. Ihr habt mich erfasst. So. Hab ich jetzt alle. Der Zerstörer. Ja, sieht so aus. So, was habe ich denn jetzt hier für eine Waffe aufgeladen? Mehrere Ajax im Anflug. Verstanden. Zeigen wir es ihnen, Salt. Bestätigt. Feuer frei. Temperatur steigt. Letztens hatte ich noch gesagt, von oben schießt es sich besser, ne? Also machen wir das Ganze doch von oben. Ich höre immer nur Waffe überhitzt, Waffe überhitzt, Mimimi, Waffe überhitzt. Bum 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 bum. Klatsch, klatsch. Ah, bums! Guter Abschuss, guter Abschuss! SDF-Zerstörer zerstört! Gute Arbeit, Leute! Sir, geben Sie Acht, da sind noch mehr Jäger im Einsatzgebiet! Roger! Fever, brauche Deckung! Aber klar doch! Ich sehe nichts. Hallo? Den Ajax erledigen! Ach, da. Rakete nähert sich. Wow. Gegenmaßnahmen! Geschütztemperatur steigt. Waffen behetzt. D8 liefern. Rakete nähert sich. Durchkörper abgeworfen. Waffen behetzt. Rakete nähert sich. Gegenmaßnahmen! Boah, austeilen hier mit den Raketen.
sie! Ha, alles kaputt. Alter, grüß dich, Mark. Ich grüße. Gott, hier ist es los im Chat. Was? Ist der A-Jack in der Schusslinie? Noch einer? Ich hab alle. Täuschkörper abgeworfen! Geschütztemperatur steigt. Rakete leer sich. Wenn, Revan oder wie er gerade hieß, abonniert hat, müsste es eigentlich im Stream zu sehen sein. Ich verstehe das nicht, wenn das jetzt nicht kam. Wahrscheinlich hat er dann mich wieder aus Streamlabs ausgelockt. Normalerweise sollte er das im Stream wie bei Twitch Alerts audiomäßig und visuell darstellen. Ajak erledigt! Guter Treffer, Ziel zerstört! Piu, piu, piu. Gator, was sagt das Radar? Der Sektor ist so gut wie frei. Ein Ass befindet sich direkt voraus in der Kampfzone. Holen, ihr Raider! Greife an! Die haben mir vorbeigeflogen, ist eiskalt. Er schlägt Haken! Noch eine Kauschkörper. Er hat auch 20.000 Tauschkörper gehabt. Ne? Ein Ass weniger! Gut gemacht, Raider! Gut geschossen, Sir! Radar ist frei! Alle SDF-Schiffe wurden ausgeschaltet! Wunderbar geschossen, Scars! Melden Sie es Stratcom und schicken Sie ein Bergungsteam her! Gute Entscheidung, Reyes! Die Unser kann jedes bisschen gebrauchen! Zurück ins Nest, Scars! Warum sollte ich hier eine Nachfülldrohne beordern, wenn ich so zum Schiff zurückfliegen soll? Sinnig? Wo ist denn das überhaupt da? Die Retribution wartet auf uns. Bin ja schon da. Retribution, Trupp im Anflug. Verstanden. Tower, Sie gehören Ihnen. Land bereithalten für Einrasten der Drohne. Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren. Lenksystem bereit machen. Ja, das nächste Mal eine Fliegerbrille, am besten so eine VR-Brille, weil... Von dir auch, Salt. Weil das ist ja noch zukunftsmäßiger als eine normale Fliegerbrille. Am besten noch so einen alten Pilotenhelm aus dem Ersten Weltkrieg auf. Aka nur Leder und... Das war's. Ah, grüß dich, Laius. Gar nicht gesehen in dem ganzen Geschreibe hier, dass du auch am Start bist. Hui, so. Gott sei Dank, ich dachte schon, das funktioniert wieder nicht. Wieder eine saubere Mission, Sir. Potenzielle Operation auf dem Bildschirm, sobald Sie bereit sind. So, wie versprochen, jetzt die Hauptmission, damit wir mal in der Story weiterkommen. Operation Feuerwasser. Jetzt was trinken wir auch, müssen wir die SDF schwächen. Welches Ziel? Der Saturnmond Titan. Dort befindet sich eine wichtige Treibstoffstation. Sie landen mit ein paar Marines einen Transporter außerhalb ihres Patrouillenperimeters und suchen eine Landezone. Sobald die Truppen am Boden sind, schalten sie den Haupttreibstoffturm aus. Der Turm ist unser Zielpunkt. Bestätigt, diese Operation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Captain, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar, bereit zum Sprung. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Einschätzung! Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gator? Ich arbeite dran. Hohe Höhenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90% nein. Zu 10% ja. Beim Eintritt schweben. 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,05. Guter Sprung, Captain. Gut geflogen, Gator. Boats. Der Captain muss zur Waffenkammer. Warum springen die überhaupt mit dem Schiff, wenn das jedes Mal droht auseinanderzubrechen? Ich verstehe das nicht.
Staff Sergeant Omar ist in der Waffenkammer, Captain. Rindwan, wenn du mich abonniert hast, dann hat das wahrscheinlich YouTube noch nicht erfasst, weil auf Streamlabs steht es noch nicht drin, deswegen kam auch noch nicht die Abo-Benachrichtigung, aber ich sag schon mal danke, wenn es so sein sollte. Und freut mich, dass das hier gefällt. Meine Feuertaufe. Den Treibstoffturm zu rösten bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain.